Hallo alle zusammen. Wie ihr schon im Vorspann sehen konntet, bin ich jetzt hier in Dorsten angekommen. Bin in Essen-Dellwig-Ost losgefahren. Jetzt geht es erstmal in die Fußgängerzone von Dorsten. Wie ihr seht, muss ich mich hier erstmal verpflegen. Lecker Currywurst-Pommes für 8,50 Euro war es, glaube ich. Ja, und dann geht es erstmal hier in die Fußgängerzone. Und wie es sich gehört, natürlich das Fahrrad schieben. Ja, diese Tour habe ich am Samstag, den 6. April 2024 gemacht. Da sollte es ja mal kurz den Sommer geben. Und da habe ich gedacht, da werden bestimmt alle an den Rhein fahren und dort rumradeln. Und deswegen habe ich gedacht, das machst du nicht und fährst mal woanders hin, wo vielleicht nicht so viel los ist. Ja, und wie ihr seht, hier ist es dann, kaum ist man aus Dorsten raus. Und hier, jetzt geht's über den Wesel-Datteln-Kanal, ist das, glaube ich. Genau, hier den Blick in den Kanal. Und ich habe hier einen kleinen Schlenkerumweg gemacht, um auch noch mal ein Stückchen auf der ehemaligen Bahntrasse, die zwischen Dorsten und Wesel verlief, zu radeln. Das allerdings auch mit dem Hintergrund, das müsste hier übrigens die Lippe sein. Ja, und diese neben der Bahnstrecke, die, das waren übrigens Gitter, da kann man durchgucken, also nichts für nicht schwindelfreie Leutchen. Ja, jetzt bin ich hier auch auf der ehemaligen Bahntrasse, die zwischen Dorsten und, also Harvest-Dorsten und Wesel verlief. Ja, hier zur Rechten ein paar Schäfchen. Ich wollte, wie gesagt, beziehungsweise ich wollte das noch sagen, diesen kleinen Schlenker machen, um die Fähre, die Lippefähre Baldur, so heißt sie, glaube ich. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Aber wie gesagt, falls ich was Falsches sage, ich blende das auch immer als Text dann noch ein als Information. Ja, hier biege ich dann auch wieder ab von der ehemaligen Bahntrasse zwischen Wesel und Dorsten, also Harvest Dorsten, und biege jetzt hier ab zu der Lippefähre. Ja, ich wusste schon, beziehungsweise habe mich schon im Internet schlau gemacht. Ich wusste also schon, dass die nicht fährt. Ja, da steht's Baldur. So sieht die aus, wenn sie denn da liegt und quasi auch betriebsbereit ist, denke ich mal. Aber wie ich schon sagte, im Internet stand schon, dass sie also nicht fährt. Ja, hier zur Linken auf dem Lippedamm müsste das hier sein. Seht ihr, ich nehme mal an, das sind auch Kirschblütenbäumchen. Also nicht nur in Bonn, Bad Godesberg gibt es die, eine ganze Reihe da, wunderschön anzusehen. Ja, und hier natürlich der Wesel-Datteln-Kanal müsste das sein, den ich jetzt hier überquere. Nee, das ist erstmal die Lippe. Das kam mir jetzt so breit vor und deswegen hatte ich gedacht, das wäre schon der Kanal. Naja, nee, das ist jetzt zur Rechten, wie gesagt, die Lippe. Hat sehr viel Wasser, wie man sieht. Und jetzt stoßen wir auf den Wesel-Datteln-Kanal. Genau. Ja, da geht es jetzt ein paar Kilometerchen entlang bis zu dem Örtchen Galen, heißt das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und ja, den radeln wir jetzt ein Stückchen lang. Aber erstmal gibt es hier dann nochmal einen kleinen Zwischenstopp zur Verpflegung. Biergarten Anne Benke, so heißt das hier. Entschuldigung. Da hatte ich dann eigentlich vor, mich mit Kaffee und Kuchen zu versorgen, aber
Naja, eins von beiden habe ich denn nicht bekommen. Den Kuchen, den gab es leider nicht. Und naja, wie das so alt ist, habe ich halt den Kaffee mitgenommen. Ja, und nun geht's weiter hier ein bisschen an dem Kanal. Wie ihr seht. Und ja, es gibt tatsächlich auch noch ein paar Schiffchen, Binnenschiffe, die hier lang schippern. Ich finde, die sind recht wenig geworden. Aber gut, es war ja ein Samstag, weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch nur noch 5-Tage-Woche. Keine Ahnung. Ja, dann war hier ein kleiner Schleichweg, den ich nehmen musste, um jetzt hier über die so. Brücke. Jetzt biegen wir links ab. Jetzt geht's über den Wesel-Datteln-Kanal. Genau. Ja, ich, wie gesagt, da war so ein kleiner Schleichweg, den musste ich nehmen. Genau, da ist der Wesel-Datteln-Kanal nochmal. Und jetzt komme ich in das Örtchen Galen. Hätte nicht gedacht, dass das ja so ein bisschen, also für Ausflugstouristen hier, wie gesagt, ein schönes Ausflugslocation. Und dann gab es hier auch noch eine schöne Wassermühle, das wusste ich auch nicht. Von Benninghof, Wassermühle Benninghof, so heißt die. Ich glaube, das Rad ist jetzt eigentlich nicht wirklich volle Pulle in Betrieb, weil da nämlich jetzt die Sperre gar nicht richtig auf war. Ja, hier das Schlemmerstübchen, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt auch hier noch in Galen, gehst du mal rein, vielleicht haben die noch ein Stückchen Kuchen. Habe ich tatsächlich einen gekriegt, einen schönen Käsekuchen. Ja, den habe ich dann, wie gesagt, später verzehrt. Und jetzt mache ich mich weiter auf dem Weg hier. Da ich jetzt einmal fast quasi quer durch Galen bin. Und ich bin jetzt hier am südwestlichen Zipfel von Galen. Da ist der Friedhof. Ihr seht ihn hier schon zur Linken. Weil das ist hier so ein bisschen, wie ich finde, ein Schleichweg. Das ist jetzt in Komoot jetzt ab hier jetzt nicht wirklich ausgewiesen als Radweg. Ich habe das mal und ja, diesen schmalen Weg habe ich jetzt hier auch extra mal drinne gelassen mit den Pfählen. Wie gesagt, das habe ich jetzt hier einfach mal so selber ausbalduvert. Ich gucke dann immer in Komoot nach, wo kann ich herfahren mit möglichst wenig Straßen, also auch Dorfstraßen oder wenig befahrene Straßen. Ich mag solche Wege viel mehr. Blöd ist, der war ein bisschen eng und diese kleine gepflasterte Rille da, die war auch noch ein bisschen hohlförmig. Ja, und zur Rechten der Zaun war, glaube ich, auch elektrisierbar. Links, der hatte nämlich Stacheldraht. Also das war schon ein bisschen eng. Also da muss man schon ganz gut mit dem Gleichgewichtssinn zurechtkommen noch und ja, oder schnell durch. Ja, am Ende war dann leider auch noch so ein ja, Tierschutzgatter oder was auch immer, keine Ahnung. Das musste man dann aufschieben. Ja, dann kommt man hier zu einer Gastro. Vor vielen, vielen Jahren haben wir hier genau hinter diesem Zaun gesessen. Da waren dann nämlich Stühle und Bänke und Tische. War wunderschön. Schwarzdrossel zur Schwarzdrossel, also nicht verwechseln mit Schnapsdrossel, lässt sich ja gut abwandeln. Zur Schwarzdrossel. Naja. Ja, dann hier zur Rechten, weiß ich nicht, was das ist, ob das jetzt eine Deponie ist oder keine Ahnung, könnt ihr ja mal in die Kommentare vielleicht reinschreiben. Und ja, da wollte ich eigentlich, beziehungsweise habe ich auch, die Drohne ein bisschen fliegen lassen zum ersten Test. Aber dann driftete die so ein bisschen ab, weil diese
Folge mir mit Hinderniserkennung hat, habe ich gedacht, nee, da fängst du die doch lieber wieder ein, wenn die nämlich mal hinter dem Zaun verschwindet. So, das ist jetzt die DJ Mini Pro 3 oder DJ Pro Mini 3, wie auch immer, mit Hinderniserkennung. Und ja, ihr habt gerade gesehen, ich habe noch mal misstrauisch geguckt, ob sie es auch tut, ob sie mir folgt. Und tatsächlich, sie tut es. Und ja, und dann habe ich mal erst am Anfang ein bisschen zaghaft, bin ich noch nicht so schnell gefahren. Und dann habe ich doch auch mal ein bisschen mehr Gas gegeben. Und ich habe ja vorne in der Lenkertasche habe ich dann dieses Bedienteil. Da ist ja direkt ein Display mit drin. Tja, hat gut geklappt. Und dann habe ich sie wieder eingefangen. Ja, jetzt hier auf dem weiteren Weg Buschwindröschen. Ich habe da oben rechts dann mal eingeblendet, wie die von nahen aussehen. Und dann geht es hier ab weiter. Ich glaube, das ist hier Gartropfer Mühlenbachgebiet. Ist also sehr schön, wie ihr seht, schön ruhig, nicht viel los. Was mich allerdings immer wundert, dass das eigentlich hier auch alles als für den Autoverkehr eigentlich, glaube ich, freigegeben ist. Also das wunderte mich immer, aber gut, es sind ja nicht jetzt allzu viele, die hier auch wohnen, und ja, und von daher sehe ich jetzt, ist das hier relativ schön ruhig. Ihr seht mal so einen Blick auf den Lenker, da in der Tasche habe ich dann immer das Zweithandy drin, wo Komoot drüber läuft. Da kann ich also auch durch die Klarsichtfolie kann ich das bedienen. Das Handy wird also auch nicht nass, wenn es mal regnen sollte. Man muss nur immer aufpassen, dass es nicht allzu warm da drin wird. Ja, dann bin ich auch jetzt hier schon am Flughafen Schwarze Heide hier in der Nähe. War jetzt gerade nördlich davon. Jetzt liegt das hier eigentlich links vor mir, diese Start- und Landebahn. Aber irgendwie war da heute bzw. an dem Tag nicht so viel los. Ja, was ich noch zur Tour sagen wollte, sie ist so circa 47 Kilometer lang. Und wie gesagt, geht von Dorsten Bahnhof durch das Zentrum, gut, den kleinen Schlenker da über die ehemalige Bahntrasse zwischen Dorsten und Wesel kann man natürlich weglassen und kann dann direkt am Kanal längs fahren. Ja, hier mal ein schöner Blick, weil das ist auch ein sehr schönes Gebiet hier. Ja, und jetzt wechsle ich hier auch in das nächste Naturschutzgebiet NSG, Kirchhellener Heide. Habt ihr ja gesehen, beziehungsweise jetzt. Ich war schon gedanklich ein bisschen voraus. Tatsächlich liegt dann da auch mal ein Baum quer. Aber solange man da noch drüber steigen oder wie hier im Video, beziehungsweise wie hier auf der Strecke war, es konnte man drunter herkriechen. Das ist mir eigentlich immer noch am liebsten, als da drüber klettern. Das ist mit einem Fahrrad, was über 40 Kilo wiegt, eigentlich immer ein bisschen beschwerlich. Ja, hier mal zur Linken noch ein See hier in dem in der Kirchhellener Heide hier. Liegt alles jetzt so quasi schnurstracks südlich von dem Flughafen. Und ja, also wirklich sehr schön, sehr abwechslungsreiche Landschaft. Also ich finde das sehr schön. Was ich noch sagen wollte, wie gesagt, dank 49-Euro Ticket kann man, finde ich ganz toll, kann man, gut, man holt sich dann halt, wenn man nur eine Tagestour macht und nicht jeden Tag Berufspendler ist, wie ich jetzt als Rentner, und nur mal so Tagesausflügler, dann holt man sich eben mal ein Tagesticket fürs Fahrrad oder
Für eine Wegstrecke kann man das auch, ist sozusagen noch günstiger. Bei der DB kostet das Tagesticket für den Nahverkehr 6 Euro. Für den Fernverkehr ist es ein bisschen teurer. Ja, jetzt hier, wie gesagt, das ist jetzt ein sehr schöner See. Im Grunde genommen wird der hier geteilt durch diesen Damm, der hier quasi ist. Wobei, das ist auch durchlässig. Hier habe ich dann meinen, wie ihr seht, oben rechts Thermoskanne, den Kaffee und den schönen Käsekuchen, den ich in Galen gekauft habe. Das nennt sich hier Senkungssee Eis oder Elsbach. Ich kann das jetzt ein bisschen schlecht lesen. Ich glaube, Elsbach soll es heißen. Ob das jetzt ein L oder ein I ist, kann man mal schlecht sehen hier. Nennt's, oder auch Pfingstsee genannt. Also sehr schön. Da sind auch so Holzstümpfe. Da kann man sich schön draufsetzen. Kann ich euch also empfehlen. Ja, jetzt geht es hier weiter. Durch den Kirchhellener Wald. Also Kirchhellener Heide heißt es ja eigentlich. Ja, und eigentlich liegt dann zur Linken, glaube ich, jetzt in Fahrtrichtung auch der Heidesee. Wer mag, kann da auch noch einen kleinen Abstecher hinmachen. Der ist jetzt hier unweit weg von dem Parkplatz. Viele gehen dann da zu Fuß hin. Kann man eine schöne Runde auch drumrum. Man kann da, glaube ich, auch drumrum radeln. Das ist dann auch sehr schön. Ja, dann muss man leider hier die Straße queren oder man fährt hier rechts dann da runter. Da ist auch, glaube ich, ein Radweg oder kann man fahren. Ich bin jetzt hier links rum, weil ich wollte euch hier nochmal die Gastronomie zeigen, die hier ist. Also Landhaus zum Alten Brunnen mit Biergarten. Genau, da haben meine Frau und ich, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei auch schon drin gesessen und Kaffee und Kuchen genossen. Weil das, was ich euch jetzt zeige, da war uns nämlich dann eigentlich zu viel Rummel hier. Wer es mag, ne, hier ist natürlich Biker-Treffen, hier gibt es natürlich viel mehr Auswahl hier. Was weiß ich, Imbissbude, also Verpflegung kann man sich hier aussuchen. Aber da muss man natürlich auch mit den Fahrradkollegen, die mit Motor, Verbrennungsmotor sind, leben und mit der Geräuschkulisse auch. Und also unser Ding ist das nicht. Deswegen, wie gesagt, da der Tipp von kurz vorher diesem anderen Lokal, wo man beziehungsweise Ausflugsgastro, wo man hin kann. Man kann natürlich auch hier noch hin. Hier den Angelpark Grafenmühle kann man auch schön sitzen und sich verpflegen. Ist dann auch ein bisschen ruhiger. Wobei, ja, wenn es jetzt wärmer ist und die Leute wieder alle da sind, dann ist da natürlich auch viel los. Also da haben wir uns auch schon mal hinsetzen wollen und eine Pause machen wollen. Ja, das hier ist jetzt auch eigentlich Neuland für mich hier. Das habe ich jetzt hier auch so noch nicht beradelt. Durch die Heide da oben, den Gartropper Mühlenbach-Bereich da, dieses Naturschutzgebiet und auch die Kirchhellener Heide, haben wir alles schon im Großen und Ganzen vieles beradelt, aber hier jetzt an dieser, ja, das ist ja dann auch schon wieder eine Halde hier. Also hier sind ja einige Halden und das war jetzt hier zur Linken die Schüttelheide, also Halde Schüttelheide. Die ist dann auch mal 111 Meter hoch, kann man, glaube ich, auch raufgehen. Und später kommen wir auch noch an einer anderen, ja, anderen Halde vorbei. Das ist die Halde Haniel.
Aber wo die jetzt hier in der Tour liegt, ich glaube, die müsste jetzt hier rechts von mir sein. Also ich bin da so ein bisschen dazwischen durch, zwischen beiden Halden. Und ja, dann geht es hier auch in Richtung Schachtanlage Franz Haniel 1/2. Aber vorher hier noch mal ein Blick. Es gab natürlich immer mal Matschestellen, ne, die, ja, die mag ich ja so gar nicht. Ne, da bin ich gar nicht Fan von, weil ich, wie gesagt, eigentlich schön Wetterradler bin. Und ja, also, ja, da muss man auch nicht so viel das Fahrrad putzen. Ne? Ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. So, Schachtanlage Franz Haniel, Nummer 1/2. So sieht dann da wohl so ein Bohrer aus. Kennt man ja auch vom Straßentunnelbau. Und ja, kurz da noch ein Foto. Übrigens, die Fotos, wisst ihr ja, findet ihr immer im Komoot. Ne, den Link stelle ich wie immer unter das Video, wenn ihr die Daten, die Tourendaten als GPS für eure GPS oder Kiox oder was weiß ich nutzen möchtet und die Tour entsprechend nachradeln, genauso wie ich sie gefahren bin, oder ihr könnt die ja auch in Komoot als Vorlage nehmen und wieder bearbeiten. Ja, hier stand eigentlich Fahrrad absteigen, Asche auf mein Haupt. Ich bin einfach mal durchgefahren, obwohl das recht schmal war, vor allen Dingen mit den Taschen rechts und links. Ich glaube, hinten hat es mal kurz geschliffen. Ja, und dann geht es hier auch auf die ehemalige Zechenbahn, die ja von hier aus bis fast runter bis zum Olga-Park geht. Aber da werde ich dann noch ein kleines Abkürzungschen fahren. Aber erstmal mache ich jetzt hier unter der Brücke mal eine kleine Pinkelpause. Muss ja auch mal sein. Und ja. Und dann geht's weiter. Ja, einiges an Mücken gab es schon unterwegs. Problem ist immer, dass ich sehr viel auch durch den Mund atmen muss. Tja, ist halt so. Vielleicht kann ich... habe ich nicht mehr so einen guten Sauerstoffwechsel. Ja, hier, wie gesagt, für 2 Kilometer bin ich jetzt mal von der Zechenbahn abgebogen, um ein Stückchen abzukürzen. Ist, glaube ich, hier auch irgendwie eine Halde, die ich hier überquere oder drüber fahre. Zu meiner Linken in Fahrtrichtung liegt dann auch irgendwann hier der evangelische Friedhof an der Harkortstraße, und dahinter ist dann auch der Volksgolfplatz Jacobi. Ich nehme mal an, das ist alles irgendwie Zeche Jacobi, bla 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 etc. Ich denke mal, der ein oder andere, der hier aus der Ecke kommt, weiß das alles, kennt sich da ein bisschen besser aus und kann das auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt mit den Zeitrafferaufnahmen, mit den letzten 1-2 Videos ein bisschen experimentiert. Müssen mal gucken. Ich baue natürlich immer mal so ein bisschen das ein oder andere Zeitraffer-Element ein, aber nicht mehr so viele. Oder ich muss halt noch ein gleiches zweites Video erstellen, wo dann über 80% dann nur Zeitraffer. Muss ich mal gucken, wie ich da Zeit für habe, ob ich das dann schaffe. Aber ich werde hier wieder den Standard machen, so wie es jetzt hier ist. Ja, ich habe jetzt hier die Umfahrung fast zu Ende und komme dann hier wieder in ein Ortsteil raus. Ich nehme mal an, das ist jetzt Bottrop, oder steht hier Klosterhardt.
Ob das dieser Ortsteil jetzt noch zu Bottrop oder schon zu Oberhausen gehört, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es blöd hier mit der Führung des Radweges. Fand ich irgendwie ein bisschen doof. Also dann sollte man das doch ein bisschen klar kennzeichnen auf der Straße. Da war, wie gesagt, dann so eine rot-weiße Sperre auf einmal. Ich habe gedacht, hallo, geht's noch? Naja, gut. Jetzt bin ich auch wieder hier auf der Zechenbahn. Ja, rechts war jetzt gerade das Schild, dass Radfahrer hier Vorfahrt haben, aber naja, ihr wisst schon, ne? Ich traue dem Frieden nicht immer so. Besser ist immer, man guckt trotzdem. Ne? Ihr seht jetzt hier, da sind jetzt auch wieder ein paar Brückchen hier. Das finde ich immer ganz gut, wenn die ehemaligen Bahntrassen auch wirklich dann zumindest, es müssen ja nicht die Originalbrücken erhalten bleiben. Ja, die können ja leichtere Brücken, da müssen ja nicht mehr tonnenschwere Waggons und Loks drüber fahren. Von daher kann man dann da auch mal eine etwas leichtere Bauweise. Aber ich bin immer froh, wenn die Brücken irgendwie dann doch erhalten sind oder erhalten werden oder ersetzt werden. Ja, Vestische Straße, hier der Blick, das ist dann auch schon ein Stückchen nördlich vom Olga-Park. So wie ich im Internet gelesen habe, ist der Olga-Park ja mal irgendwie aus einer Gartenschau entstanden. Hier der Blick natürlich auf den ehemaligen Gaskessel Oberhausen, wo immer mal wieder tolle Ausstellungen stattfinden. Zur Linken ist jetzt eigentlich der Olga-Park und genau, hier ist dann die entsprechende Trambahnhaltestelle zu finden. Ihr seht, ne, ich mache da schon mal mit dem Handy, mit dem, wo ich die Navigation in Komoot mache. Da findet ihr, wie gesagt, dann auch die Fotos immer. Die sind ja praktischerweise in Komoot. Wenn man die unterwegs auf der Tour, die man radelt, macht, dann auch immer schön verortet. Hilft mir manchmal auch so im Nachhinein nochmal zu rekonstruieren, wo war das denn? Ja, hier, ich nehme mal an, das ist auch eine Eisenbahnbrücke. Ich finde die immer so toll hier mit den fachwerkartigen, man nennt die ja Kastenbrücken, glaube ich. Und ich finde die immer so schön. Vor allen Dingen, wenn die halt dann auch noch wieder für den Fahrradverkehr genutzt werden. Jo, ja, das hier zur Linken müsste jetzt, glaube ich, wohl die Emscher sein. Und zur Rechten haben wir den Rhein-Herne-Kanal. Genau. Habe ich richtig? Ich habe es jetzt gerade noch mal in der Karte nachgeguckt. Links die Emscher, rechts der Rhein-Herne-Kanal. Ja, das sind jetzt auch die letzten paar Kilometer dann zu meinem Ausgangspunkt. Hier muss ich jetzt abfahren und dann muss ich die Seite wechseln. Und ja, an dem Tag gab es ja Sahara-Staub. Und ja, hier von der Brücke mit dem Gaskessel, guckt mal, das ist doch ein fantastisches Bild. Wie gesagt, findet ihr in Komoot das Foto. Und dann geht es hier runter. Da übrigens hinter der Brücke kann man dann rechts runter. Da kommt man dann zum Haus Ripshorst. Genau, das ist, glaube ich, vom NABU irgendwie eine Station. Da kann man, die machen auch schon mal im Sommer irgendwie ein Fest oder da gibt es auch schon mal was. Da ist schon mal was los ab und zu. Ja, Ballastwasser ablassen. Ich nehme mal an, dass dieses Binnenschiff das gerade tut. Ballastwasser ist leider gar nicht mal so für die Umwelt unbedingt gut. Habe ich noch extra mal vorhin nachgelesen, weil da auch Arten, also vor allen Dingen bei der Seeschifffahrt, da gibt es dann nämlich Einwanderer, Unliebsame, die sich dann hier breit machen, die dann mit dem Ballastwasser aufgenommen werden. Warum das Ballastwasser überhaupt benötigt wird, ist deswegen, damit die Schiffe, wenn sie leer fahren oder nicht viel Ladung haben,
So steht es im Internet besser lenkbar und manövrierfähig sind. Also auch nicht so windanfällig. Ja, gut, aber wie gesagt, auch Viren und andere Bakterien werden da mitgeschleppt und dann auch wieder freigelassen. Aber man ist da dran, man will das wohl dann auch filtern. Ja, jetzt bin ich, wie gesagt, hier schon in Delwig fast wieder zurück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und natürlich auch über ein Abo. Ja, und die nächste Tour steht auch schon an. Findet ihr dann auch immer mal Hinweise auf meiner Facebook-Seite oder unter den Chats. Ja, übrigens Live-Videos, müsst ihr mal reingucken, mache ich zwischendurch auch mal. Von unterwegs. So, ja, dieser P&R-Parkplatz hat den Namen eigentlich nicht verdient, ziemlich schrottig hier. Ich sag winke winke, macht's gut, bis zum nächsten Video und tschüss.